Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer für das Erlernen der vedischen Astrologie. In diesem circa 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Januar 2020 anhand Ihres Aszendenten. Das bedeutet, Sie brauchen nicht Ihr Sternzeichen oder Sonnenzeichen, wie Sie das aus der westlichen Astrologie kennen, sondern Sie müssen sich das Video auswählen anhand Ihres Aszendenten. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie dazu unterhalb dieses Videos nachsehen, denn dort befindet sich ein Link, wie Sie auf eine Webseite weitergeleitet werden, um dort gratis Ihren Aszendenten basierend auf dem tropischen Tierkreis, was auch richtig ist für die vedische Astrologie, ist ausrechnen zu können. Ja, dann ein immer beliebteres Thema und das wird auch immer bekannter ist, dass die Zeit eben nicht nur eine Quantität hat, sondern auch eine Qualität hat. Und wenn man sich intensiver mit der Zeit beschäftigt, kann man diese für sein persönliches Wohlergehen sehr, sehr gut nutzen. Dazu lade ich Sie ein. Ich habe eine große Gruppe zur vedischen Astrologie auf Facebook, wo ich regelmäßig wichtige Daten, Informationen, Gratis-Schriften und tagaktuelle Nachrichten bezogen auf die Zeitqualität veröffentliche. Und dann bekommen Sie dort diese Möglichkeiten auch zum Herunterladen, um genau zu sehen, wie wichtige Konstellationen am Himmel durch Sie genutzt werden können für Ihr persönliches Wohlergehen. So schaut es dann aus, aber das wird auch mit einem Video und auch mit weiteren Informationen erläutert, dass das auch gar nicht so schwer ist. Auch dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie dann auch mal schauen können, wo diese Gruppe ist, um dort auch den Beitritt beantragen zu können, der selbstverständlich auch gratis ist. Dann, immer sehr lohnend und immer sehr gerne gelesen, sind meine monatlich erscheinenden sogenannten vedischen Astro-News. Und falls Sie noch nicht im Verteiler sind, ja, dann befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos der Link. Wir starten jetzt im neuen Jahr mit den Beschreibung aller 12 Tierzeichen. Das heißt, jeden Monat wird ein Zeichen, ein Aszendent genau beschrieben in der Tiefe. Und so können Sie dabei sein, wenn Sie registriert sind, erhalten Sie monatlich automatisch diese vedischen Astro-News zugesandt. Auch dazu unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie sich für die so interessanten vedischen Astro-News, wo noch viel mehr Interessantes drin ist, hier eintragen können. Ja, das war's dann auch schon. Dann legen wir los mit den Transitpositionen der Planeten für Januar 2020. Nun, wo stehen die Planeten am Himmel für Sie als Aszendent Krebs für den Monat Januar 2020? Welche Ereignisse sind möglich, beziehungsweise wie können Sie die Energien für sich im Januar bestmöglich nutzen? Dazu schauen wir uns das Planetenbild gleich mal an für den Beginn Januar. Und hier fällt selbstverständlich sofort auf diese starke Besetzung des Zeichens Steinbock, worin Sie das siebte Haus haben. Das bedeutet, Themen des siebten Hauses haben nun einen besonderen Fokus für Sie. Wofür steht das siebte Haus? Nun, das siebte Haus hat mehrere Bedeutungen und eine sehr wichtige Bedeutung, über die ich zunächst sprechen möchte, ist das Thema Beziehung und Partnerschaft. Das bedeutet, Ihr Fokus, Ihr Interesse wird im Monat Januar stärker auf dem Thema
liegen? Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie trete ich nach außen? Wie gehe ich mit dem anderen um? Und selbstverständlich für diejenigen, die in einer Beziehung sind, wird diese Thematik, also Partnerschaft, dadurch ein wichtigeres Thema. Leider haben wir ja nicht unbedingt primär Vorbilder in unseren Familien, denn wir wissen ja, dass viele Ehen scheiterten von den Eltern, wo man sich trennt, ja. Und zwar eben auch deshalb, weil wir nicht gelernt haben, wie funktioniert der Umgang mit den Mitmenschen, wie funktioniert eine erfüllte Partnerschaft. Und weil wir das nicht gelernt haben oder meistens auch nicht vorgelebt bekommen haben, müssen wir unsere eigenen Erfahrungen machen. Die Folge daraus ist, dass Fehler passieren. Die weitere Folge ist, wenn Fehler passieren, dass Verletzungen passieren. Und so hat halt schon jeder oder jede meistens ihr Herz schon mal gebrochen bekommen in einer Partnerschaft und geht dann wieder in eine Partnerschaft mit gebrochenen Herzen. Und ja, wird hoffentlich darin heilen. Und wenn Sie so wollen, mit dieser Bannung der Planeten in Haus 7 weist dies darauf hin, dass es eben ja jetzt wichtiger wird, mal zu schauen, ja, wie funktioniert denn eine erfüllte Partnerschaft. Darüber gibt es sehr, sehr gute Bücher, wertvolles Wissen, auch übrigens im Rahmen der indischen oder vedischen Astrologie, die ich ja mache, ist das Thema Partnerschaft oder Beziehungsastrologie ein eigenes Riesenwissenschaftsgebiet. Das beginnt schon mal damit, dass man überhaupt lernen muss, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, und ich meine es jetzt nicht auf einer äußeren Ebene, ja, weil das kann man ja relativ leicht unterscheiden, sondern worin unterscheiden sich Mann und Frau auf einer inneren Ebene? Ja, und die Frau ist halt primär der Mond und der Mann ist primär die Sonne. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien und dementsprechend sind Mann und Frau von Haus aus unterschiedlich konfiguriert. Ja? Und so können, wenn man das schon mal nicht weiß, was das bedeutet, große Fehler passieren in der Partnerschaft, die man vermeiden kann, indem man sich mit so wichtigen Dingen beschäftigt, wie funktioniert eine Partnerschaft? Worauf basiert die Beziehung zwischen Mann und Frau? Ja, ich betone besonders Mann und Frau. Ich stelle mich damit ganz bewusst gegen diesen Trend mit Transgender. Darüber werden wir nicht sprechen. Ja, ich möchte diese Menschen nicht ausschließen. Nur in der Dimension, wie das jetzt hier eingespielt wird, ja, oder gesteuert wird, das reinzubringen in unsere Köpfe, da bin ich dagegen. Denn die natürliche Ordnung basiert auf einem männlichen Prinzip und auf einem weiblichen Prinzip primär. Und das Geschlecht ist eben durch die Schöpfung mit Geburt in, was weiß ich, 99, irgendwas Prozent oder mehr klar. Und dementsprechend müssen wir lernen, eben auf dieser natürlichen Ordnung zu verstehen, was sind die Bedürfnisse von Mann, was sind die Bedürfnisse von der Frau, wie gehen wir miteinander um, aber wie auch gehen wir mit unseren Mitmenschen jetzt unabhängig des Geschlechts um, Austausch mit anderen, wie funktioniert das? Eine Beziehung, ne? Und mit so vielen planetaren Energien jetzt im siebten Haus wächst die Bedeutung dieses Themas, wird wichtiger, damit es längerfristig eine erfüllte Partnerschaft überhaupt geben kann. Und mit der Sonne darin ist es jetzt auch so, dass Ihnen das einfach wichtiger ist. Sie wollen längerfristig ein gutes Fundament aufbauen, wie Sie in Ihrer Partnerschaft klarkommen, wie Sie zu einer erfüllten Partnerschaft gelangen können, falls Sie noch Single sind und eine haben wollen, oder wie Sie auch besser in einen positiveren Austausch mit ihren Mitmenschen gelangen können. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch Jupiter darin steht, denn Jupiter bringt jetzt mehr Licht in die Sache. Jupiter bringt Wissen und Weisheit, aber auch die Fähigkeit, Gutes tun zu wollen, ins Haus 7. Und so können Sie jetzt mit Start des neuen Jahres einen guten Sockel legen, um in Ihren Beziehungsqualitäten Wachstum zu bekommen,
vorwärts zu kommen, ein besserer Beziehungspartner oder eine bessere Beziehungspartnerin zu werden. Auf dieser Basis steigt auch für diejenigen unter Ihnen, die Single sind, die Möglichkeit, mehr an in eine Partnerschaft in den nächsten Monaten gelangen zu können. Da eben Saturn und Jupiter, die beiden Planeten des Schicksals, ja, das sind ja die großen Lehrer im Haus der Partnerschaft sind. Das bedeutet, für diejenigen, die Single sind, sind auch leichter schicksalshafte Begegnungen jetzt möglich in 2020. Ja, Saturn und Jupiter sind die Planeten, die uns zu unserer Bestimmung führen. Wo tun die das? Ja, in Haus 7, wo es um Partnerschaft geht. Es steht Ketu noch darin, der absteigende Mondknoten bis Mai. Ketu steht auch für Karma aus vergangenen Leben. Vielleicht begegnet Ihnen den nächsten Monat jemand, wo es erst noch etwas gibt, wo Karma aufgelöst werden muss. Kann kurz und heftig sein, ja, weil da etwas noch da ist. Also man spürt sofort eine Verbindung mit der Vergangenheit. Und da die Sonne jetzt im Januar im siebten Haus ist, kann dies sogar besonders im Januar möglich sein. Nun, um in diesem Themenhaus 7 vorwärts zu kommen, ist es aber gleichzeitig so, dass die Dinge dann trotzdem nicht so leicht gehen oder sie sich so über Nacht zu einer höheren Beziehungsqualität erheben können, denn wir sehen auch, dass Saturn verbrannt ist und Merkur verbrannt ist, weil die zu nah an der Sonne sind. Das heißt, die funktionieren nicht so, wie sie sollten. Das heißt, ihre Geduld daran zu arbeiten oder ihre Fähigkeit, offen zu sein oder hier auch vielleicht in einer guten Kommunikation mit dem Partner zu sein, sind etwas reduziert, ja, bis 24. Januar. Dann hört die Verbrennung auf und zumindest diese Nachteile fallen weg. Nun, das siebte Haus steht aber nicht nur für Beziehung und Partnerschaft, ja, es steht auch für andere Dinge, wo jetzt ihr die Möglichkeit mehr entsteht, durch andere Themen des siebten Hauses mehr zu wachsen. Ja, es kann die Beziehung sein, ja, der Austausch mit dem Gegenüber, aber das siebte Haus steht auch für Selbstständigkeit. Das siebte Haus steht auch für Auswandern, ja? Und somit können diese beiden Themen, also ein Gewerbe gründen, kann auch ein Nebengewerbe sein, oder sich mehr mit Auswandern zu beschäftigen, kann mehr in ihre Gesinnung kommen. Krebs-Aszendent ist ohnehin etwas mehr in Richtung Auswanderung gepolt, ja? Muss man gleich mal dazu sagen. Krebs ist das Zeichen des Auslands. Und das bedeutet, dass ihr Interesse auch zunimmt, zu sagen, ja, vielleicht wäre es ganz interessant, aus Österreich, Deutschland, Schweiz oder wo auch immer Sie sich aufhalten, rauszugehen. Ja? Hier spricht einer, der zu Ihnen spricht. Ich lebe ja hier seit 2 Jahren auf Zypern, bin total glücklich. Ja? Also, gibt schon schöne Fleckchen. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Nur, diese Themen könnten bei Ihnen auch zunehmen, weil eins ist doch auch klar, wenn man auswandert, auch dadurch wächst man in seinen Beziehungsqualitäten, weil man lernen muss, mit dem anderen umzugehen. Ja, weil plötzlich, ja, was reden die da? Griechisch? Oh, verstehe ich nicht. Oder im Ausland gibt es andere Sitten, ja, da muss ich auch lernen, wie kann ich jetzt hier integrieren. Oder wenn man sich selbstständig macht, siebtes Haus, muss man ja auch lernen, wie stelle ich mich auf Kunden ein. Letztlich können wir sagen, es geht immer um Wachstum, ja, im Umgang mit dem anderen, weil beides ist auch enorm gefordert, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in einer Selbstständigkeit oder wenn man sich überlegt, auszuwandern. Diese Dinge müssen nicht passieren, ja, aber Ihr Interesse in die Richtung, in eines dieser drei Themen oder vielleicht sogar in alle, nimmt zu. Nun, Mars ist die ersten 4 Tage noch im fünften Haus. Da kann es ein bisschen Stress geben zum Thema Kinder mit dem Partner. Dann geht aber Mars raus ins sechste Haus und dort ist er den ganzen Monat. Und das ist eine hervorragende Position, dass Sie den ganzen Monat sehr viel Energie haben und Mut haben, um stärker dringende Probleme lösen zu können. Nutzen Sie diesen Rückenwind im Januar ab 4. oder besser 5. Probleme, die Sie vielleicht aufgeschoben haben, jetzt anzugehen, weil dafür ist hier Mars.
Sehr gut positioniert. Ne? Mars steht für, er will Probleme lösen, er will kämpfen und steht im Haus der Schwierigkeiten, im Sechsten. Also dann auf geht's. Die Venus hier in Haus 8 zeigt an für sich auch nochmal an, dass es Schwächen hochkommen in der Partnerschaft. Und das betont das ganze Eingangsgesagte nochmals umso mehr. Nun ist es ferner so, dass wir eine sehr gute Position haben, weil der Vollmond im ersten Haus ist in diesem Monat. Er ist am 10. Januar der Vollmond im Krebs, in Ihrem Aszendenten. Und somit möchte etwas um den 10. Januar herum passieren, was Ihnen gut tut, wo Sie merken, oh, das hätte ich gern öfter in meinem Leben, das fühlt sich gut an, sowas brauche ich. Ja? Dieses schöne Gefühl oder diese schöne Erfahrung, dass Sie erkennen, was Ihnen gut tut, was Sie mehr haben möchten, kommt aber erst, nachdem zuvor die Sache, die sich als positiv erweisen will, mit etwas Stress oder Geburtswehen sich ihnen offenbart hat. Weil wir haben am gleichen Tag eine Eklipse, eine Mondfinsternis, weil hier ja auch der Rahu ist. Ja? So sind Sie mal achtsam, was so zwischen dem 9. und 11. Januar als positiver Impuls mit etwas stressigen Geburtswehen am Anfang sich Ihnen zeigen möchte, was Ihnen aber dann doch letztlich sagt, hör mal her, das tut dir gut, das solltest du mehr in dein Leben holen. Dann verschieben sich weitere Planeten, und zwar jetzt kommen wir zu Merkur und Venus. Die gehen auch raus um ein Häuschen weiter. Merkur geht dann in Haus 8 und Venus geht in Haus 9. Nun, das bedeutet, dass der, ich sage jetzt mal, Stressfaktor mit dem Thema der Beziehung ab Monatsmitte, genauer gesagt ab 14., wenn die Venus in Haus 9 geht, etwas nachlässt. Ne? Venus steht für Beziehung und Partnerschaft, geht dann ins Haus 9, wo es um Vergebung oder Sinn oder Glück geht. Ja? Dadurch wird der Druck weggenommen. Merkur in Haus 8 wäre für Sie insofern auch sehr hilfreich, weil Sie nun Ihren Intellekt, Ihre Neugierde tatsächlich mehr auf Ihre Schwächen richten wollen. Ja? Und das ist ja eine Sache, die dann auch dem Umgang mit anderen und die Themen, die ich eingangs sagte, sehr, sehr dienlich wären. Dies vor allem deshalb, weil die Sonne am 21. Januar, schauen Sie, passiert Folgendes, da geht die auch raus und geht rüber ins 8. Haus. Das heißt, nachdem Sie zuvor Impulse bekommen haben, Haus 7, was ich jetzt nicht alles wiederholen muss, geht dann die Sonne ins 8. Haus und dort bedeutet es nun, dass Sie ab 21. Januar und nächste Zeit mehr Impulse bekommen, ja, wo klemmt's denn, ja, mit meinem Lebenspfad? Wo sind denn Schwächen und Abhängigkeiten, die es zu überwinden gilt, um eben in den Themen Partnerschaft oder einer Selbstständigkeit oder vielleicht Auswandern oder woanders leben, um hierin vorwärts kommen zu können. Gut, das war's für Sie, Aszendent Krebs, der Monat Januar 2020. Ja, hier zum Schluss nur noch mal die Erinnerung, treten Sie meiner geschlossenen Gruppe auf Facebook bei, um wichtige Informationen zur Zeit und vieles anderes rund um die vedische Astrologie hier immer brisante und interessante Informationen zu erhalten. Dazu befindet sich unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie dort den Beitritt beantragen können. Dann nochmal die Erinnerung, falls Sie noch nicht registriert sind mit den vedischen Astro-News, meinem Newsletter, dann befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie sich registrieren können und jetzt gleich ab Januar dabei sein können, wo das erste Sternzeichen der Widder jetzt beschrieben werden wird. Ja, dann verbleibt es mir noch, dann möchte ich Ihnen selbstverständlich wie immer einen fantastischen Monat wünschen, in dem Fall einen fantastischen Januar 2020.